Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland bei Mossburn Vintage Cask Number 4, Teen Inch, ein Highland Whisky 2007 destilliert, 10 Jahre alt, 74,90 €. 59,1% Alkohol bei Volumen, eine 10 Jahre alte Whisky, was denn dort gelagert wurde in einem 500 Liter Oloroso Fass. So, das war ein Sample, den ich hier geschenkt bekommen habe, auch denn auf der Kieler Whisky Messe. Direkt denn hier von, ich muss mal schauen, dass ich das immer wieder hier halbwegs richtig ausspreche, von Schlumberger, und die sind die, wenn ich es verstanden habe, die alleinige Vertreter für Deutschland für Mossburn. Eine neue Abfüllungsreihe, was wir hier gekriegt haben von der Marusin Beverages aus den Niederlanden, und die wollten einfach mal ein bisschen gut einen Takt angeben, indem sie ein Signatory Cask mit Smoke and Spice vom Isle machen und Rich vom Speyside, wie auch hier diese sechs verschiedene Einzelabfüllungen, alle zwischen 10 und 9 Jahre alt. Es gibt Fass 1, Linkwood, Fass 2, in Ich-Gewehr, Nummer 3, Blair Atoll, Nummer 4 habe ich hier meine Teen Inch, mein Nummer 4 Kragelachich. Wow. Und Nummer 6, Ardmore. Ich kann Namen hier auf Gälisch wunderbar hier einfach schlecht aussprechen. So, sehr viel weiß ich nicht davon. Ich weiß nur, dass diese Distillerie, tatsächlich diesen Namen Mossburn, dahinter stecken buchstäblich zwei Distillerien in Schottland schon. Einmal der Yetburg, dort in the Borders, und einmal der Tor Ab Hain, oder Haig, auf der Isle of Skye. Ich war noch nie in Schottland, von wegen Distillerien besuchen. Da bin ich noch jungfräulich, würde ich sagen. Ich bin da noch unerfahren. Ich kenne mich in Kentucky, ich kenne mich langsam in Irland aus, und irgendwann werde ich schaffen, dann da. Und in Deutschland halbwegs auch, aber ich muss mich irgendwann nach Schottland hinbewegen, um die Dinge auch denn da anzuschauen. Meine Nase sagt. Meine Nase sagt, das ist nicht 59,1%. Meine Nase sagt, und das würde ich echt einfach mal hier wagen wollen, wenn ich das kann. Also, hier habe ich meine Rich vom Speyside. Das war hier mit 46%. Das war einfach mal meine Nase, glaube ich, würde das hier. Langsam, langsam. Also der war echt, der hat ein bisschen gebrannt im Mund, fand ich. Der war sehr pfeffrig. Ob das hier pfeffrig ist, weiß ich nicht. Das ist ein interessanter Geruch. Also ich glaube, ich habe hier von dieser Distillerie noch nie etwas im Glas gehabt. Zumindest keine Einzelfassabfüllung, sage ich mal. Keine Distillery only, besser gesagt, Single Malt von dieser Distillerie. So. Was sage ich? Boah, jetzt kriege ich den Alkohol. Wahnsinn, aber es ist eine schön. Ich meine, ich lecke hier. Es ist eine schöne. Also ich bleibe bei hier diesem Bild hier momentan von einem Marshmallow, der leicht geröstet wurde, langsam anfängt braun zu werden, noch nicht schwarz. Das ist echt erstaunlich. Hier ist es süß, hier ist es ein bisschen Holz, und da oben ist nur Alkohol. Das ist schon sehr, sehr schön. Marshmallow, Marshmallow, Marshmallow momentan. Was habe ich noch denn da? Also Teninich wurde damals 1817 vom Hugo Moore Munro gegründet. Ja, wurde sogar geschlossen, auch tatsächlich
Eine vollständige vorübergehende Schließung stand 1985 an. 1991 wurde zumindest Site A wieder aufgenommen. Site B ist denn dieser alte Teil dieser Distillerie, gehört heute zu der Diageo-Gruppe. Vieles fließt auch in Johnnie Walker da rein und produziert, wenn ich richtig hier lesen kann, ungefähr 2,6 Millionen Liter Alkohol im Jahr. Es gibt einfach einen Single Malt, der 92 auf den Markt kam mit 10 Jahren, ähnlich wie hier, aber nicht mit Fassstärke. So, ich nippe, also was hier steht, ist immer wieder Kräuter. Also ich kann das mit dem Kräuter heute nicht hundertprozentig nachvollziehen, aber das bin ich jetzt hier, vielleicht habe ich eher meine Probleme. Frische Kräuter und Gewürzen, dazu ein Hauch Lavendel. Also jetzt, nachdem ich das gelesen habe, kriege ich tatsächlich einen Haufen Lavendel da rein. Aber es ist ein recht würziges und komplexes Aroma. Und da steht unterschwellige süße Pfeffernoten im Abgang. So weit bin ich noch nicht. %59,1. Probieren wir mal. Nicht oft sage ich eine Explosion im Mund, eine schöne Explosion. Jetzt kriege ich ein bisschen der Heidekraut. Jetzt kriege ich ein paar von diesen Gewürzen und so weiter. Kräutern ist eindeutig da. Meine Marshmallows sind weg. So. Das heißt, ich muss hier mit Wasser ein bisschen arbeiten. Ich kenne mich. Also 50%, 48% ist häufig meine Sweet Spot. Also Fasschar kommt ein bisschen dabei heraus. Ich bleibe bei meinem Lavendel, das stimmt, das ist tatsächlich da drin. Ich bin in Dänemark, ich bin in den Dünen, ich bin dort einfach spazieren und das ist Sommer, fast Richtung langsam Herbst und die Blätter haben sich noch nicht da die Farben verändert, aber man riecht einen Hauch vom Herbst schon in der Luft und das ist das, was ich hier kriege. Auch mit der Heidekraut, diese an der Seite denn da, an den Dünen hinein. Absolut, ja, das ist mein Herbstwhisky hier. Sehr schön, wow, richtig gut. Und der Odoroso-Moment hier mit den 500 Liter Fass ist ganz, ganz dezent. Also. Gefällt mir persönlich gut. Hat was. Hat echt was. Zwei. Wow. Also, vielen Dank für diesen Sample erst einmal. Also, diesen Dank gilt jetzt hier auch Andrea hier von Schlumberger. Eine richtig schöne Sache. Also eine ganz helle Farbe, ihr könnt das vielleicht auch schon erkennen. Aber das, was da, es hat auch echt ein bisschen Punch hier, ein bisschen Druck, ein bisschen, aber viel Charakter. Super schön. Rundes, würziges, komplexes Aroma, unterschwellige, habe ich schon gesagt, süße Pfeffernoten. Ja, zwei. Also eine solide zwei. Kein 2 plus, zwei kein Minus. 2 Minus, das ist etwas, was ich gerne trinken würde. Und wieder und wieder. Also der Mossburn Vintage Cask Nummer 4. Tinnenitsch 2007 finde ich gut. Also buchstäblich ein 2. Preis-Leistung 74,90 €. Also da weiß ich nicht, ob ich gut sagen kann. So, nun, wenn ich das vergleiche mit einer Scotch Malt Whisky Society Abfüllung, könnte ich fast sogar. Mensch, ich habe da, na, lassen wir. Da würde ich sagen, da ist es okay vom Preis platziert. Aber trotzdem, wenn ich vergleiche mit anderen Dingen, die fast stärker sind und 10 Jahre alt sind und so weiter, vom anderen Gordon McPhail und so, ich sage einfach mal fast 10 Euro Bauchgefühl jetzt hier. 10 Euro zu viel. Darf so sein, hochqualitative Produkt, also richtig lecker. Deshalb kriegt er einfach, weil er ein 2 hat hier in der Preis, in der Geschmackskategorie, er kriegt eine 3 minus,
in den Preiskategorien. Vielleicht in 2 Jahren schaue ich diesen Video nochmal an und sage, Jason, das war sogar ein 3 plus in der Preiskategorie. Aber ich kaufe zu wenig Waschstärke. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich kriege nur die ganzen Samples, die ich mir immer wieder kaufe. Aber ich habe auch hier geschaut, ob ich irgendetwas in Waschstärke hätte, wo ich sagen könnte, hey, würde ich vergleichen, dass das Beste, das, was ich ganz schnell auf der Hand hatte, war, und das ist auch ein No-Age-Statement. Also habe ich gleich wieder zurückgetan. Also ich bin da noch nicht so weit in meine Reise hier mit meinen Scotch, dass ich sage, ich kaufe tatsächlich Waschstärke. 10 Jahre alt und nicht direkt von der Destillerie, sondern durch diese unabhängigen Abfüller. Sorry, ich habe da so gut wie nichts da im Programm. Alles, was ich habe, sind immer wieder nur Samples. Und die zu vergleichen, finde ich da ein bisschen doof. So, 2, yay, 3, minus, vielleicht ist es sogar ein 3 jetzt hier vom Preis. Ach, meine Frage des Tages ist: Welche unabhängige Abfüller, nun Mossburn ist nicht perfekt unabhängig, aber die sind momentan ein unabhängiger Abfüller, gefällt euch am besten, wenn es darum geht, eine qualitative, hochwertige Produkt zu bekommen? Ist das Signatory? Ist das Adelphi? Ist das hier Gordon MacPhail? Ist das Mossburn? Ist das irgendeine, den ich hier noch nicht aufgezählt habe? Ich habe nicht sehr viele unabhängige Abfüller, muss ich ganz ehrlich auch bekennen. Aber es gibt viele davon. Aber welche ist euer Liebste, wenn es darum geht, hochwertige, qualitative, gute Produkte zu haben? Vielleicht nicht die billigsten auf der ganzen Welt, aber wenn man die hat, weiß man, top. So, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Bitte liken, bitte auch abonnieren, falls noch nicht. Und bitte, bitte, bitte auch meine Sample-Liste schauen. Da sind viele, viele tolle Sachen da, die ihr auch bekommen könnt. Sonst schreibt mich einfach an, whiskeyjason@gmail.com. Und da werde ich auch die Liste hinschicken und dann unten auf Amazon irgendwas anderes kaufen, denn das hilft immer ganz super. Ich bedanke mich ganz herzlich. Jeden Tag 17:30 Uhr kommt mein Videos raus, beziehungsweise Sonntag 21 Uhr Livestreams. Yay! Okay, tschüss, bis morgen. Bye bye.